Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, einfach einem Minecraft Let's Play. Gemütlich und wirklich schön bauen oder auch ja, Dinge machen, die jetzt wirklich auch nicht so zum Spiel gehören. Hier sind die Welt, die ich mit meinem Projekt mache, das ich jetzt ein bisschen nebenbei mache, weil es Bauen ein bisschen zu schwer ist für mich einfach immer. Und das ist einfach eine Testwelt, wo ich ein bisschen gebaut habe. Wir machen einfach ganz normal, ja, mal auf einfach für den Anfang. Cheats erlauben und hier machen wir alles so, wie es ist. So, der Name ist Minecraft LP Drago Basel. So, also, die Klärung ist das: ich spiele liebend gerne Minecraft. Und ich probiere immer sehr viel aus und deshalb möchte ich in diesem Let's Play mal so Dinge tun, die nicht jeder macht. Und vor allem das Farmen und alles Mögliche dann einfach so zwischen den Parts machen, wenn es einfach ständig wiederholt. Also, dass ihr wirklich ganz wenig vielleicht vom Farmen oder so immer wieder seht. So, dass es eigentlich noch Spaß macht und alles Mögliche. Und ja, die Minimap sieht noch ein bisschen, ja, jetzt färbt sie sich. Wirklich ein schöner Ding. Können wir gleich mal noch kurz schauen in der Steuerung. Weil das sich von Minimap zu Minimap verändert. Wegpunkte ändern wir mal auf Komma. Und die World Map bitte noch kurz. Die ist jetzt gerade hier nicht so zu sehen. M. Ja, ist auch sehr gut. Okay. Die World Map natürlich schon sehr wichtig. Oh, ein Dorf. Wow. Okay, super. Wirklich ein toller Start. Hier lässt sich gut leben. Da ist das Dorf. Okay, aber kurz einfach mal noch einen Spawnpunkt machen. Das mache ich gerne in einer Farbe, die ich nicht viel nehmen möchte. So. Also wirklich super toll. Einen alten Skin habe ich auch noch, als ich da Rollenspiel gemacht habe und ja, ein König sein musste oder wollte. Ja, so König will ich natürlich auch nicht werden. Wir können aber so eine Art, ja, ich will es jetzt noch nicht spoilen, aber so eine Art, ja, bei wärmeren Ländern, Sultan oder ein Dschungel, weiß es auch nicht genau, machen. Ja, das ist eigentlich angenehm. Weil ich schon gerne etwas mit den NPCs machen würde und mit den Tieren, vor allem Papageien und Pandas und so, möchte ich schon gerne irgendwie etwas machen. Weil das kann man dann auch immer wieder so machen, dass ich vor dem Part dann alles füttere und ja, sie versorge irgendwie. Und alles andere macht mit einem Part wirklich schön. Ja, das, was ihr auch sehen wollt, oder? Weil Farming, ja, das kennt doch jeder. Das muss man jetzt nicht unbedingt zeigen. Wenn ihr es sehen wollt, dann sagt mir es bitte. Nimm da noch ein paar Sachen klauen, liebe Dorfbewohner. Tut mir leid, aber ich möchte schon ein bisschen, ja, sicher sein am Anfang. Ich kann ja alles wieder zurückgeben irgendwann. Wenn ich es einfach auch im Kopf noch habe, dann. Aber ich bin immer so einer, der gerne einfach die Leute und Tiere in Ruhe lässt. Guten Tag. Jo, das sind alles Nichtsnutze. Der Golem könnten wir dann töten. Das brauchen wir einfach unbedingt. Ein Bett habt ihr ja noch. Da, ja, so viele Bette. Nahrung natürlich und ja. Setzlinge hätte ich jetzt nicht gedacht, aber Nahrung sind in diesen Kisten eigentlich immer drin. Sehr gut. So, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Zwei Glocken, okay. Ja, sehr. Ja, Survival. Nicht gerade sehr bequem. Das Dorf und alles, aber. Ja, Profis würden da natürlich alles rausholen und so weiter. Den brauchen wir noch nicht, den Alchemietisch. Muss natürlich auch aufpassen auf auf Monster. So. Guten Tag. Ja, auch nicht jetzt so praktisch. Ja.
So gut läuft es nicht wie bei Speedruns oder einfach Profi-Let's Player. Ich hoffe, es kommt ein bisschen ein paar Leute schauen. Das würde mir einfach auch wieder gut tun, weil ich ja in ja, problematischen Situationen leben muss mit so vielen Krankheiten und alles Mögliche. Ist wahrscheinlich auch nicht so angenehm für andere Leute. Aber man kann ja nichts machen. Man kann nicht einfach Profis sein und alle Zuschauer wirklich beglücken. Ich hoffe einfach, es geht. Dann sonst einfach Kritik geben. Ich schaue mir jetzt kurz ein bisschen hier alles an. Weil ich natürlich nicht gerade am Spawn alles dann kaputt machen will. So. Fangen wir mal an, sonst haben wir dann Nacht und ja, okay, wir haben ein Bett. Das geht ja. So, also, wir brauchen Holz für alle Anfänger. Und dann noch ein paar Steine, damit wir uns ein bisschen mit Werkzeuge und Schwerter so ausstatten können, dass wir einfach überleben auch, falls wir irgendwo hinein müssen, gehen in eine Höhle oder uns runtergraben müssen. Es ist vieles neu, also ich kenne es leider auch noch nicht, 1.17. Ja, ist jetzt aber auch schon 2 Monate her, denke ich. 3 Monate. Kannst du richtig? Muss es rausfinden, wie das geht. Ja, machen wir das einfach so. Halt falsch. Nicht so wie Profis es machen. Ich möchte auch nicht zeigen, dass ich ein Profi bin. Das reicht. Gut. Gehen wir eine andere Location ausmachen, die ein bisschen besser geeignet ist zum Minen. So, die Schafe können wir alle in Ruhe lassen, weil wir ein Dorf gefunden haben. Das ist doch super. Eben Nahrung haben wir Äpfel einfach. Ich würde schon gerne etwas schlachten oder so etwas, aber ich bin nicht so der Typ. Also, ja, ich möchte ja zeigen, dass ich tierlieb bin. Und das Spiel auch ein bisschen schwieriger ist, das nur so. Toll. Die Weltgeneratoren sind einfach alle kaputt, weil es keine Höhlen mehr gibt, nichts mehr. Da müssen sie wieder fixen. Das machen sie, glaube ich, in 1.18. Also laut Snapshots sieht man, bei uns gibt es wieder viel mehr Höhlen. Große Höhlen und so. Das ist leider jetzt noch nicht so. Wir sind noch ein bisschen zu früh dran. Ja. Okay, da haben wir eine Höhle. Also dann können wir auch ein bisschen sporten. Bisschen rennen. So, wenn wir zu lange machen, dann geht es einfach zu schnell mit dem Hungerbalken runter, dieser Fleischkeulen. So, mit einer neuen Textur von der Kohle. Wunderschön. Also, ihr dürft mir jederzeit Tipps geben, ihr dürft mir jederzeit Ideen geben, Kritik, Feedback. Ja, Wünsche. Was soll ich machen? Ich weiß, was ich mache. Also, ich werde coole Sachen machen. Aber ihr dürft immer wieder sagen, wenn ihr irgendwas sehen wollt oder was ich noch machen soll. Und das Projekt, das wird hoffentlich lange gehen. Also ich sage jetzt das mal so, es wird über 100 bis 500 Parts geben. Bleibt dran, außer mit der Internetverbindung liegt irgendwas im Ding da. Es macht einfach noch Probleme, bis ich LAN-Kabel auch kaufen konnte. Es geht für mich nicht so leicht. Genau, das wollte ich ja machen mit dem. Ah, zu schnell gemacht, zu viel an ja, das Reden gedacht. Muss ich ja nochmals wieder ein bisschen üben. So, wir müssen aber gleich schlafen, wenn es dunkel wird. Sonst kommen wir rauf und es sind überall Zombies und alles Mögliche. Das ist auch nicht so gut. Ja, die Lava hilft uns auch noch mal ein bisschen mit Licht. Das ist wunderbar. Ja, es gibt sehr wenige Let's Plays momentan auf Deutsch. Es ist eigentlich schon fast
so, dass alle einfach nur Erfolg wollen und nichts mehr machen, was nicht Erfolg bringt. Und ich mache es. Ich brauche es nicht, dass es noch, ja, weniger nach oben geht. Mir ist es eben egal, es ist eine Nebenbeschäftigung noch. Es bleibt eigentlich eine Nebenbeschäftigung, aber genügend so, dass es natürlich auch etwas für mich rausspringt und für mich nicht allzu stressig wird oder sonst irgendwas. Vor allem Livestreams dann am Abend ist natürlich das Beste. Das werde ich auch machen. Ich bin eben noch nicht so weit, weil ich einfach kaum Geld habe. Und einfach krank bin, nicht einfach kurz in den Supermarkt, also in einen Elektronikladen gehen kann und dann ein Kabel kaufen kann oder so. Ich bin recht eingeschränkt und muss deshalb ja da einfach ein bisschen Geduld haben. Und ihr hoffentlich auch. Also ja, geht natürlich schon schnell auch bei mir. So, was wir suchen, ist schon mal im ersten und zweiten Part, ist ein wärmeres Biom. Ist egal, ob Savanne, Wüste, Dschungel oder Mesa oder noch ein anderes, das ich mir jetzt gerade nicht einfällt. Und deshalb einfach eine kleine Erkundung. Ich werde einfach mal nach dem Part noch ein bisschen erkunden und dann im nächsten Part einfach irgendwo sein. Wir sehen das dann auf der Map, wo ich durchgelaufen bin. Ja, dass wir dann starten können. So, wir schlafen jetzt kurz. Oh. Okay. Das Problem, was ich noch hatte, ist, Optifine funktioniert nicht. Das stürzt mit einer Nullnummer ab. Also eine Fehlermeldung mit Null. Ab. Also es funktioniert irgendwie gar nicht. Keine 1 wie Programmiersprache da. Und dann gibt es noch dieses eine Iris, ein neues Shader-Mod-Zeugs, was schnell laden lässt und alles Mögliche. Das ist mit Fabric und Fabric funktioniert bei mir auch nicht. Habe es richtig installiert, ich habe alles richtig gemacht, funktioniert nicht. Auch falsche Version bei der Minimap und ja, also der kleinen Minimap und der großen Minimap. Und funktioniert auch nicht. Deshalb auch keinen Shader. Ich würde gerne einen wirklich tollen, realistischen Shader dann bieten. Geht leider auch nicht. Da brauche ich leider Hilfe. Also bitte, wenn ihr es wisst, wie, also wenn ihr es könnt, wirklich, dass es funktioniert, dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich brauche euch. Bedanke mich natürlich jetzt schon. Aber eben, ich bin halt klein und da geht natürlich vieles nicht. Es ist schade, weil ganz viele Leute unterstütze ich und werden trotzdem nicht groß. Und es muss einfach mehr Leute geben, die andere Leute unterstützen in solchen Projekten. Jetzt wird die Let's Player-Szene eigentlich relativ schnell aussterben, nur noch Englisch möglich sein und dann nicht mal auch Englisch möglich sein. Und das ist auch nicht so gut. Ja, jetzt ist hier überall Fichtenwald. Okay, hier ist noch ein Dorf, dann haben wir noch etwas erreicht in diesem ersten Part, der eigentlich immer am schwierigsten ist. Ein Pferd so schnell wie möglich zu holen, das gut ist, ist natürlich eines der ersten Ziele. Dann auch relativ viel mit Loren machen, damit wir schnell reisen können. Sonst machen wir das halt einfach mit Wegpunkten. Dann müssen wir halt ein bisschen cheaten sozusagen, damit es euch für euch angenehm ist, sonst sind wir nur am Reisen. Das ist in Minecraft leider einfach so, weil die Welt nicht gerade so viel bieten kann, der World Generator. Aber schaut, wie viel Essen wir eigentlich haben. Das ist so geil. Ja, ich habe leider keinen Stein mehr. So. Und ich bin nicht so ein Viel-Zuschauer in Livestreams vor allem und so. In Minecraft, ich weiß einfach die Kniffe noch nicht. Aber so einer kenne ich. Ist halt auch ein bisschen langsam wegen schlechtem Werkzeug. Aber das wusste ich lange auch nicht, dass man Leuchtbäume mit der Hacke abbaut. Wo macht man das im Real Life? Das macht man als Bauer im Real Life nicht. Kommt der Gabelstapler. Oder ein anderes mechanisches
Baufahrzeug. Lastfahrzeug irgendwie. So, jetzt haben wir mehr als genügend. Wir müssen gar nichts mehr abbauen. Wir haben genügend. Und eben kann ich natürlich schön noch ein bisschen weiterspielen. Es ist eben kein 100%. Ich zeige Let's Play. In einem Livestream kann ich das natürlich machen. Zwischendurch dann einfach Livestream zu machen, anstelle nur auf den nächsten Part zu warten, nichts aufzunehmen, nichts live zu streamen. So ein schön Ding. Dann kann ich es euch zeigen. Und werde es dann natürlich auch noch mal so ein bisschen spannender machen als mir selber. Nur es ist natürlich over der Berg. Okay. Das ist aber ein Strand. Okay. Hier vielleicht. Was ich mag, ist einfach mit dem Boot zu fahren. Das mag ich. Also das ist mal etwas wirklich Schönes. Das S. Punkt. Punkt P. Schöner Punkt. 1. Aber nochmal kurz bearbeiten in. Gold. So schön dieses aufmerksam zeigen, also die Farbe, die Aufmerksamkeit zeigt. Weil dort bauen wir das. Wir bauen immer dann an dem Ort, wo wir ja, schöne Punkte haben. Dort fahren wir nicht. Ja, es ist alles Strand. Die Strände sind halt immer. Okay. Das ist gut. Da muss ich dann also zwischen dem Part wahrscheinlich gar nicht irgendwie nochmals ein bisschen erkunden. Das ist sehr gut. Also, ja, das ist wunderbar. Ja, noch nicht ganz. Ich möchte gerne noch ein bisschen etwas Schönes haben. So ein Gebirg ist einfach zu Standard. Ein, ja, Hügel. Jetzt müssen wir schauen, dass hier nicht einer mit dem Dreizack angreift, ein Versunkener. Die spawnen natürlich in der Nähe von diesen Wracks. Also wenn einer schießt, sofort abhauen, weil ich bin nicht gut beim Ausweichen. Da muss ich auch noch mal so ein bisschen Ideen haben. Ja. Ziemlich gut. Metallurgie durch Ding. Eisenbahn finden. Ja, wieso nicht? Da unten sicher die zweite Truhe. Kann eigentlich nur hier unten sein. Oder hat nicht zwei nur ein halbes? Okay, nochmal so raus. Hier unten wahrscheinlich. Ja, hier unten. Ach komm. Okay, ich habe mich angesperrt. Oh Gott. Ich brauche eine Axt. Also eine Axt machen. Ja. So habe ich mir nicht mehr Sterne geholt. Da. Ja, dann brauchen wir natürlich noch eine Schaufel. Ja, hier. Okay, sehr gut. Also beim Finden, ich bin nicht so gut in dem. Obwohl ich eigentlich gut sein müsste, irgendwie habe ich so das Gefühl, weil ich solche Sachen auch in anderen Spielen eigentlich mache. Nur es kommt mir ein bisschen fremd vor, wo die jetzt genau sind. Also, hier jetzt und gleich hier unten schräg, hätte ich jetzt eher nicht gedacht. Funktioniert auch nicht. Das ist ja gleich der Rumpf. Der geht ja hier rüber. Das ist so tief, das ist nicht logisch. Es ist einfach nicht logisch. Okay, ja. Dann brauchen wir natürlich nochmals ein bisschen Stein, damit dann alles schneller geht.
So richtig schön. Also ich tue jetzt wirklich schön Let's Playen, schön spielen und nicht so wie die meisten einfach alles fix, fix und fertig. Und alles verwüsten. Ja. Dann bin ich ein bisschen gelangweilt, wenn alles abgeholzt ist, alles flach gemacht wird und dann riesige Maschinen und so sind, dann bin ich gelangweilt. Ich will ja Minecraft eigentlich immer ein bisschen hart haben, damit es noch Spaß macht. Spaß machen kann. Ja, toll. Alles geht aus, weil wir einfach noch nicht so die Möglichkeit haben, viel zu bunkern, viel zu haben. Das dauert alles ein bisschen. Also das brauche ich nicht mehr. Was ist denn los? Daneben geklickt. Das geht. Ja, der andere ja, jetzt nicht unbedingt. Aber ich werfe sie nicht aus. Also jetzt gehen wir hier nach oben und ja, dann machen wir mal ein Partwechsel. Nicht so lange die Parts machen, weil ja, ihr müsst ja natürlich die auch zuerst schauen können. Also, lieber noch kurze Parts. Je mehr ich sehe, ihr schaut, desto mehr längere Parts kann ich auch machen. Ja, eine Wüste können wir benutzen als Ding, als Wohnort. Weil das ist da wirklich neu. Ich habe noch niemand gesehen, der babylonisch baut. Wirklich hängende Gärten von Babylon. Aber nicht in Altpersisch, sondern in einer neuen Religion. Ich möchte jetzt nicht irgendwie die islam-persischen ja, Sachen. Islam ist, glaube ich, in die 600 nach Christus erst. Babylon schon weit vor Jesus Geburt, dass da einfach eine andere Religion entsteht und alles Mögliche. Sonst haben wir dann ein. Okay, da gehen wir gleich hin. Das ist aber ein anderes Wrack, okay. Weil das ist ein Waldbiom. Das ist dann rechts. Was sind denn das für Linien? Sind das Höhlen? Oder einfach das Wasser, das nicht erkundet ist? Ja, scheinbar. Okay. Also, das möchte ich behalten. Also, wenn wir hier eine Stadt bauen, das wird ein Massenprojekt, ey. Also, ein lange, lange Zeitprojekt. Ein dauerndes Projekt. Wow, also ich bin so hergerissen. Hin und her, aber eher aua. Ich laufe natürlich noch weiter. Ja, also das ist wirklich etwas Neues, das ich wirklich auch bieten kann und soll. Ein Fichtenwaldbiom. Kein Dschungel, leider. Schade, noch kein Dschungel. Aber da bauen wir so ein Feriendomizil dann. Etwas kleineres oder ja, kann auch groß sein. Ja, das ist unbedingt. Das ist sehr wichtig. Also es ist gar kein Fichten, aber eine Fichte habe ich gesehen. Es ist ein Wald. Und jetzt bleiben wir mal hier stehen, ein Part, nehmen aber die Karte raus und gehen dann dort nach oben. Eigentlich alles nach Norden. Nur Norden weiß ich nicht, wo der ist. Facing North. Also eigentlich hier oben Richtung Spawn. Okay, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich werde mich natürlich nochmals ein bisschen steigern, aber. Danke und tschüss.